Die WHO stuft eine Corona-Mutation als Variante von Interesse ein. Die mit dem griechischen Buchstaben μ bezeichnete Mutante weise Variationen auf, die möglicherweise gegen die Impfstoffe immun ist. Jede Mutation erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Provokationsepidemie. Provokation Epidemic. Definition: Eine Epidemie, eine ansteckende Krankheit, die sich in der ganzen Bevölkerung ausbreitet, entstanden nach Aktivierung latenter Infektionen infolge einer Resistenzsenkung in der Bevölkerung. Eine latente Infektion ist eine andere ansteckende Krankheit als die, gegen die geimpft wird. Die Impfung aktiviert latente Infektionen infolge einer Resistenzsenkung durch Überbeanspruchung des Immunsystems. Der Winter wird eine Grippewelle werden unter den Geimpften. Die Grippe wird als leichter Verlauf einer Covid-Erkrankung gelten. Die Pandemie der Ungeimpften wird sein eine x-te Welle einer Coronavirus-Mutante. Die Ungeimpften werden getestet werden. Ein positiver Test gilt als Covid-Erkrankung. Wer einmal im Leben einen amtlich erfassten positiven PCR-Test hatte, wird als Corona-Toter gezählt werden, auch wenn er in großem zeitlichen Abstand sterben wird, sofern er nicht geimpft ist. Im Winter kommt es zur Entscheidung. Es ist ein Wettlauf der Geimpften mit den Ungeimpften. Der Verlierer wird sich dem Sieger anschließen. Wer den Winter ungeimpft überlebt, wird sich niemals impfen lassen. Dann muss sich das System in eine marktgerechte, ist gleich gesundheitsindustriegerechte Autokratie verwandeln, wobei der Autokrat nicht ein Mensch ist, ein Diktator, ein Tyrann, sondern eine Notwendigkeit, ein Sachzwang. Die Sache ist Aufrechterhaltung des Systems. Zweck des Systems ist, die Bedingung der Möglichkeit zu garantieren, dass aus Geld mehr Geld wird, ist gleich, das System stellt die Bedingungen der Herstellung von Geld sicher. Geld entsteht durch Enteignung, Verarmung. Der letzte Monopolkapitalist ist der Gläubiger von allen Menschen, die seine Schuldsklaven sind, die sich verdingen, weil ihr Leben vom Kredit abhängt. Wir sind Soldaten im internationalen Wettbewerb. Bevor der Wettbewerb abgeschafft wird, verzichten wir freiwillig auf unser Leben. Die marktkonforme Demokratie als bürgerliche Herrschaftsform entwickelt sich zu einer marktkonformen Autokratie. Eine marktkonträre Herrschaftsform ist nicht wettbewerbsfähig. Marktkonträr ist ein Gottesstaat oder ein im Bürgerkrieg zerbrochener Staat.